Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder reinschaut auf eine gemütliche Runde Star Citizen mit dem Voucher und natürlich mit dem Alderle. Sonnenuntergang in Lorville, Leute. Wir sind bereits vorgegangen. Teaser Spaceport ist die aktuelle Location in der Alpha 3.4.1. Und ich habe mir für heute die letzte Folge in diesem Jahr vorgenommen, noch einen zweiten Mond mir mal anzuschauen. Dann hatte ich überlegt, ob wir mit der Prospector losgehen, weil die haben wir ja momentan, aber ich habe so tierisch Bock, mit dem Buggy bzw. mit dem Rover rumzuheizen, Leute. Ich war also vor dieser Folge ganz kurz auf Levski im Tech-Shop und habe eingekauft und habe uns den Sumbril Cyclone nochmal rangeholt. Und mit dem möchte ich heute ein bisschen den neuen Mond erkunden. Damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, ist eh immer so knapp bei mir, würde ich sagen, wir spawnen uns ein Schiff und ziehen direkt los, Leute. Ich guck mal, ob wir was Schnelles erwischen, dann kommen wir doch normalerweise auch schneller raus, ne? Pass mal auf. Wir haben ja dieses eine Rennpackage da. Da müssten wir doch normalerweise mit der M50 oder so los können. Hier ist sie. Die holen wir uns jetzt einfach, Leute. Und dann zischen wir mal los. Dann spawnen wir uns auf einem zweiten Mond einfach den Cyclone und ziehen durch. Hangar 08. Die Hangaren waren da hinten. Hier müssen wir übrigens auch noch rein. New Deals. Man sieht auch hier draußen die Schiffe, die man da praktisch leihen kann. Ich meine, die Constellation kannst du dir hier ausleihen für 6 Mille. Das da dürfte sie sein, da hinten. Hammer. Und Sonnenuntergang. Das heißt, wir heben gleich im Sonnenuntergang ab. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen, bevor mein Schiff despawnt. So, meine Lieben. Ich habe mir überlegt, was machen wir jetzt? Wir könnten auch mit der Prospector los. Dann dachte ich mir, weißt du was, das machen wir alles im nächsten Jahr. Heute habe ich einfach nur tierisch Bock, irgendwo zu landen, den Buggy rauszuholen, neue Atmosphäre, den zweiten Mond anzuschauen. Denn wir waren ja jetzt die letzte Folge im Business District. Und da habe ich ja gelernt, dass die Hurston-Dynastie, Hangar 8, genau, dass die ja Namensgeber sind. Die ganzen Chefs, die da im Vorfeld waren, ne? Aberdeen, Arial und so weiter. Und jetzt habe ich voll Bock, einfach noch so einen Mond anzuschauen, das Jahr abzuschließen hier mit Star Citizen. Aber keine Angst, es geht natürlich nächste Woche weiter. Ich werde wahrscheinlich im Januar 2 Clips pro Woche erstmal machen, Leute. Ich muss mich erstmal einpendeln. Es wird ein paar Neuerungen geben, ein bisschen Umgeschichte. Dann kommen die Streams langsam. Wir werden mit Sicherheit auch mit weiterem Fortschreiten vom Star Citizen auch mal einen Stream machen, abends einen gemütlichen, bei einem Bierle, einfach so ein bisschen was abfliegen, wenn was Neues dann kommt. Ich muss mal gucken, Leute, ne? Wir haben ja auch noch ein bisschen was offen. So, pass auf, ist natürlich jetzt ein Minischiff, aber ein sehr schnelles. Ist schon ein bisschen Platzverschwendung, ne? Wenn du so guckst, dieses kleine Hüpferle, riesen Mechaniken, die hier bewegt werden. Aber im Endeffekt geht es ja trotzdem um eine Person, die bewegt wird, also da passt es wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert. Ich habe uns jetzt insgesamt durchs Schiff besorgen, 8 Minuten hingeflogen, 2-3 Minuten dort eingekauft. Und dann habe ich aber Gott sei Dank mich daran erinnert, wenn man nicht landet auf Levski, also ordentlich, nee, Open ist blöd, ich will eigentlich direkt reinhocken, Ender. Wenn man nicht ordentlich landet, ne, dann wird man auch nicht stationiert. Das heißt, ich konnte dann einfach das Spiel neu starten und war dann mit meinem Einkauf hier direkt kurz in die U-Bahn und dann habe ich euch schon dazu geholt. Aber locker eine halbe Stunde gespart. Das hatte ich vorhin auch. Ich bin vorhin mit der Hornet nach Levski geflogen, Leute. Und da ist mir unterwegs im Quantum Drive irgendwann der Deckel vorne weggefahren. Da war ich plötzlich in der Luft gucken. Ne? So, pass auf. Ich brauche die Erlaubnis. Die hole ich mir jetzt mal geschwind. Das war schon mal falsch. Du musst hier draufklicken. Dann hier drauf und bämle. Wir können es auch über die Menüs machen, aber es geht ja auch so, ne? So, Leute. Ready to lift off. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur mal kurz warten, bis die Geschichte hier oben auffährt. Ich guck mal eben. Oh, so habe ich es auch noch nie gesehen. Ich lasse am besten das mal so. Ich gehe wieder zurück, mache Y weg, heb mal ab. Achso, ich muss auch noch anmachen. Siehst du, es geht schon los. Flight ready. So, Leute. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir die Atmosphäre mit der Kiste verlassen. Wow. Die prescht halt schon ganz anders los. Nehmen wir ganz kurz einen Moment, bevor ich hier an diesen Lines hänge. Oh, geil. Ja, richtig, richtig. Pass mal auf, ich werd mal flach anfangen, Leute. Denn je steiler ich fliege, desto schneller dreht es die Maschine nämlich wieder rum. So würde ich es mal lassen. Y gedrückt, F4 und dann will ich es mir einfach mal anschauen. Ja, Alterle. Geil, guck mal, was ein Bild, oder? Auf dem Weg zu einem neuen Mond. Mit der M50. Aus der Sonnenuntergang, eine schöne Geschichte hier. Hammer. Die Bilder genieße ich jedes Mal, egal was ich hier mache. Bam. Unser staubiges, altes Hurston. Geile Geschichte, Leute. Oh, super, oder? Und jetzt hier, die Wolkendecke ist noch ein bisschen arg flach. Die kriegt aber bestimmt auch noch mehr plastische Struktur, schätze ich mal. Stanton, die letzten Strahlen. Wir gehen wieder rein. Ich drücke Y und ab geht die Post. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen flacher. Ich darf nur nicht ein bisschen steiler.
Allerdings habe ich schon gelernt, je steiler, desto mehr musst du halt ausgleichen. So müsste es aber eigentlich gehen, ne? So, ich gebe natürlich noch ein bisschen Speed. Naja, die Maschine kann schon ein bisschen was. Aber bis du die ausgeglichen hast, ne? Mach mal auf 70. 70 ist schon besser. Brauchst nicht gar... Guck mal hier, wenn ich auf den Punkt zufliege, Leute, müsste ich doch eigentlich gerade bleiben, egal was die Maschine sagt, ne? Ja, jetzt kommt auch ein bisschen das Speed. Schön. Gut, es geht viel schneller, ne? Wir sind schon bei 25.000. Ja, das funzt. Ein bisschen steiler kannst du doch, Alterle. Weapons online, alles klar. Ich weiß gar nicht, wie viele Weapons haben wir nicht online mit der Kiste hier, aber dafür sind wir gleich unheimlich schnell. Und wendig, auch wenn wir es nicht brauchen eigentlich. Geht aber schon viel zügiger, ne? Als wenn ich mit so einem großen Klotz da rauszisch. Ich habe es vorhin mal gestoppt, also von hier nach Daymar praktisch auf Levski, rein der Quantum Drive waren über 8 Minuten, bis du dann gelandet bist und die ganze Scheiße, ne? Ist schon der Hammer. Fuel ist bei 75%, das ist es bei mir immer, wenn ich hier rausfliege. 54, jetzt können wir eigentlich ein bisschen höher ziehen, weil jetzt haben wir Stabilität. Nicht ganz so übertreiben, ja hier vielleicht. Jetzt zischt's, Leute. Jetzt brauchst du nur noch minimal ausgleichen. Bäm. So, ich glaube, wir sind jetzt jeden Moment durch. Und dann suche ich mir mal den zweiten Mond, den ich mir jetzt anschaue. Oder wir haben, glaube ich, erst einen Mond. Einmal bin ich für eine Folge nach, boah, wie hieß denn der erste? Ich glaube, Arial war das, den ich als erstes besucht habe. Da hat aber die Aufnahme einen Spacken gehabt. Das musste ich leider abbrechen. Aberdeen war, glaube ich, der Mond, den wir zusammen angeschaut haben, ne? Der gruselig gelbe. Da haben wir ein bisschen Mining gemacht. Den zweiten schauen wir jetzt mit dem Sample an, wenn es klappt. Und den dritten würde ich dann wieder eine Mining-Runde reinbauen. So, wir sind durch. Das war's. Wir können kurz Speed rausnehmen. Und dann schauen wir einfach mal, wie die ganze Geschichte hier aussieht. So, pass mal auf. Da vorne haben wir Arial. Ich glaube, Arial kenne ich. Ja, den will ich jetzt auch nicht nochmal anfliegen. Das machen wir dann ganz zum Schluss nochmal. Das sind die OM-Punkte. Was haben wir hier? Haben wir wieder einen, glaube ich. Magda, Leute. Lass uns doch einfach Magda nehmen. Ich erinnere mich direkt an die Bilder, die in diesem einen Office gehangen sind, im Business District, ne? Den nehmen wir uns, Leute. Magda. Sobald wir im Drive sind, gehe ich nochmal ganz kurz raus. Das sind wir aber recht schnell dort, ne? Und? Parenga und Katzenga. Schauen wir uns natürlich ganz kurz an, wie wir drauf zuzischen. Auch das liebe ich über alles. Stockt ein bisschen, aber... Bäm. Und wie schön, eine typische Mondschattierung war das gerade. So Leute, ich bin wieder auf Y raus. Ne, noch mal ganz kurz warten. Jetzt, da kommt wieder die Dreher, die sind plötzlich wieder da. Die waren eine Zeit lang aber weg. So, dann jetzt pass mal auf. Ich würde sagen... Hahn? Ne, ich würde mir gerne einen OM-Marker suchen, dass ich ein bisschen ins Heller komme. Lass uns mal den hier kurz schnappen, Leute. Ich muss kurz warten. Die Musik im Hintergrund, die passt immer besser. Das wird alles immer feinjustierter. Schön, dass wir nochmal eine Runde hinkriegen vor 2019. Nächste Woche muss ich mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es einplanen werde. Aber zwei Folgen kommen auf jeden Fall jetzt wöchentlich im Januar. Wenn ich es schaffe, natürlich drei oder mehr. Aber zwei garantierte, sage ich mal, bis ich eingefahren bin im nächsten Jahr, bis da alles wieder so ist, wie es sein soll. Sieht mir das Ganze nach ein bisschen Eis aus hier? Hast du Züge von Jela, Alterle? Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Ich brauche nur einen coolen Spot nach Möglichkeit. Was haben wir denn hier? Magda ist klar. Boah, die sind alle hier. Den da würde ich dann nehmen, Leute. Also ist doch Hahn unser erstes Ziel offensichtlich, ne? Gibt es da nichts anderes? Pearlman? Der liegt aber im Dunkeln. Ich weiß nicht, in welche Richtung das Licht jetzt sich bewegen wird. Beziehungsweise der Schatten. Hier hopfen wir hin, Leute. Natürlich mit Außenansicht gleich. Ich muss nur warten immer. Ich habe das Gefühl, wenn ich im Drive bin, geht es besser mit der Außenansicht. Jetzt würde ich sagen. Ey, der hat Jela-Züge, Leute. Der hat Jela-Züge. Da ist mit Sicherheit Eis, oder? Boah, ich muss wieder rein. Ich habe so Angst, dass ich dagegen platze jetzt gleich. 62, 60 Kilometer hat er uns aber nah rangebracht. Das ist ein gutes Stück. So. Quantum Drive deactivated. So, ich hoffe natürlich, dass ich auf Hahn auch meinen... Rover gleich spawnen kann.
So, Leute. Ja, das könnte unter Umständen richtig interessant werden. Ich bin auf die Strukturen gespannt. Von hier lässt sich ja jetzt schon erahnen, dass da auf jeden Fall Felsen sind. Bilde ich mir vielleicht auch nur ein, aber es sieht sehr felsig aus im Vergleich zum letzten. So, ich muss mal kurz hinscrollen, dass ich sehe. Ja, Leute, typische Mondkrater hier. Oh, da freue ich mich. Und kleiner natürlich wirkt er als Jela, ne? Er wirkt viel kleiner. So, nimm Speed raus. Landefahrwerk schon mal rausgefahren zur Sicherheit. Das sind nur noch 13 Kilometer. Wie schnell wir da jetzt unten waren, oder? Alterle, halt es auf jeden Fall durch. Das wäre super. So, nochmal hin. 200. Nicht so schnell. Schon allein hier links, Leute. Wenn ich links die Struktur sehe von dem Gebirge, habe ich einfach nur tierisch Bock, jetzt mit dem Sunbrill rauszustechen hier. Zeit haben wir noch. Wir haben so viel Zeit. Wir können hier richtig Spaß haben. Freue ich mich drauf. Wir können ja spaßhalber mal eine Location raussuchen und einfach mal losbrechen. Wow, Leute, das wird gut. Es ist komplette Jela-Atmosphäre von den Farben im Horizont. Aber die Struktur sieht schon anders aus. So ist es nicht. So, die M50 setzen wir jetzt hier einfach nebendran hin. Ich schaue mir heute auch hier gleich alles ein bisschen an, dass ich das nicht wieder vergesse. Oh, schön, guck mal rechts und links die Grader, Leute. Oh, das mag ich. So, Alter. Wir parken natürlich nebendran, lassen die Landebahn frei. Hier rechts drüben sehe ich schon unseren Spawnpunkt gleich vom Sunbrill. Ich hoffe, das hat geklappt, Leute. Ich hoffe, dass ich den hier ausbauen kann. So, das war die Geschichte. Dann gehen wir runter. Müsste passen. Da steht sie, das gute Stück. Jetzt im Moment, irgendwas stimmt, ne? Oh. Ja gut, da war das mit dem Landing Gear so Geschichten, gell? Alter, du solltest aber deine Maschine eigentlich ausmachen. Wieso steigst du schon aus? Ich drehe mich noch nicht zur Atmosphäre. Ich will erst die Maschine ordentlich ausmachen. Eine geile Geschichte, ne? Dreimal geschwind auf den Boden gestummt, das Gerät. Warum geht das nicht? Ich dachte, ich hab's Landefahrwerkdings draußen. Jetzt hätte ich aber auch Bock, mich mit dem Schleudersitz rauszupesen. Aber dann sterbe ich vielleicht. Machen wir mal anders. So, Leute, pass auf. Press to unlock. Power. Wir können es komplett ausmachen. Die Maschine hat sich für heute eh erledigt. So, jetzt nochmal ordentlich. Und dann gucke ich es mir auch in aller Ruhe an. Freue ich mich drauf. Dann haben wir noch zwei Monde, die wir zusammen angucken. Da werden wir dann Mining machen ein bisschen. Ja, es sieht sehr nach Jela aus, Leute. Es sieht wirklich nach Jela aus, ne? Die M50, wunderschönes Schiff ist das. So. Ja, da heizen wir jetzt rum, Leute. Da habe ich voll Bock drauf. Bin ich mal gespannt. Gib mal ein bisschen Stoff, mein Freund. Lauf aber hier links rum an den Containern vorbei. Ich will die Location gleich mit angucken, ne? Ich hoffe, es bleibt natürlich hell. Im Moment wirkt so, als wäre es bald dunkel. So. Ja, die typischen Container hier, die da stehen. Ja, es hat was hier einfach irgendwo zu landen, das alles anzugucken. Ich mag das unheimlich. Irgendwo im Nirgendwo ist es immer. Rayari. Rachari oder Rayari? Eins von beiden. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich finde ja die Dinger auch super interessant. Also da haben sie sich echt was einfallen lassen. Wenn du das alles so anguckst, hier die ganzen Maschinerien und so, ne? Hier ist auch ein Weg übrigens, Alterle. Ein bisschen notdürftig, aber es ist ein Weg, ne? So, wir gucken mal hier kurz durch, was alles gibt. Habitation ist klar. Es wird immer schöner. Hier liegt auf jeden Fall Eis drauf, ne? Ein bisschen weißer ist es wie auf Jela. Also hier tatsächlich ein bisschen mehr Schneeverwehungen, glaube ich. Was haben wir hier? Mining Control. Ist also auch wieder ein Mining-Stützpunkt. Steht denn da vorne eigentlich drauf? Muss ich auch gleich mal angucken. Storage ist klar. Ich glaube, ich muss sogar da vorne hin. Ich muss sogar da vorne hin. Schöne Geschichte. La di la 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 li la la. Riesenlandefläche. Ja, da kann jeder halt, ne? So, Leute, wir müssen, meine ich, gibt's hier noch ein extra Ding? Nee, ne? Das müssen wir da vorne rein in die Kajüte. Da, wo der kleine Platz ist, links. Da werden wir jetzt unseren Sunbrill holen. Und dann gucke ich einfach mal. Wir können ja spaßhalber jetzt schon mal gucken. Pass mal auf. Und zwar
müssen wir uns mal ganz kurz... Ist er das hier? Magda. This moon was named after Hurston's dynamic CEO Magda Hurston. Ja, ist klar, das haben wir gelernt im Districtlets hin. Guck mal hier. Das heißt, es gibt hier eigentlich nur zwei Landepunkte. Beziehungsweise zwei offizielle Spots, ne? So. Und das liegt auf der anderen Seite. Das liegt auf der anderen Seite. Ist eigentlich auch eine üble Geschichte, gell? Okay. Magda, ja, was anderes sehe ich hier nicht. Das ist der Querschnitt, mit dem können wir natürlich nichts anfangen. Vielleicht kann ich im Sample mal eine Route festlegen dahin. Einfach mal zu gucken, wie viele Kilometer das sind. Bisschen rumspielen. So ein Container, wenn man mal irgendwann irgendwo hinsetzen kann. Dann bin ich zu Hause, Leute. Landing Service. Einmal hinein. So, da drin müsste aber Licht sein, oder? Ja, da kommt's. Das kennt man alles. So, meine Lieben. Parenga. Kann sein, dass draußen heller wird. So, wo ist der Sample? Da unten ist er, Leute. Hat geklappt, ne? Einkauf hat geklappt und durch das, dass ich nicht im Hangar gelandet bin, konnte ich praktisch nach dem Wiedereinloggen direkt starten in Lorville. Pet PB01, da steht er. Yes, ich freue mich so. Ich konnte es kaum erwarten. Der war ja wieder weg halt, ne? Der war wieder weg nach dem letzten Patch. Jetzt habe ich ihn wieder. Oh, da freue ich mich. Oh, in dieser Atmosphäre freue ich mich gleich nochmal so sehr. Schön, dass ihr dabei seid. Zweite Mondgeschichte hier am Laufen. Bisschen Yela-Feeling kommt halt auf, ne? Und ich liebe ja Yela. Ender Driver Seat. Perfekt. Alterle, dieses Mal mit seinen roten Klamotten. Das kommt bestimmt auch saugut. Kann ich das mal? Nee, geht nicht. Okay, Leute, pass auf. Dann entgacke mir mal das System. Ach, ich stehe drauf. Ich stehe drauf. So, jetzt pass auf. Jetzt will ich das nochmal sehen. Wenn ich hier... Ne, du kannst hier keine Route festlegen, ne? Scheinbar. Was ist denn das hier? 37.000 Kilometer? Oh, das wundert mich jetzt aber. Ja, war jetzt klar, ne? Dass das wahrscheinlich nicht geht. Ja, schade halt. Mach's weg. Das sieht schon wieder gar nicht gut aus. So, Leute, dann fahren wir einfach ins Blaue. Am besten so. Oh, merkt man hier eine andere Atmosphäre tatsächlich beim Springen? Guck mal. Ich habe das Gefühl, der gleitet mehr. Guck mal. Oh, kann es sein, dass es einen Unterschied gibt? Was war denn das letzte Mal unterwegs mit dem Ding? Das weiß ich gar nicht mehr. Da hatte ich aber das Gefühl, ich habe mehr Bodenhaftung wie jetzt hier. So Leute, das war's eigentlich jetzt auch schon für heute, in Anführungszeichen, weil jetzt kommt eigentlich nur noch spaßiges Spazierenfahren. Schauen, ob wir irgendwie in einen anderen Biomabschnitt kommen, ob alles gleich aussieht. Den einen oder anderen Krater begutachten. Wir steigen auch noch gleich aus. Aber das wird so meins werden, ich sehe das schon. Die Entspannung. Da werde ich mir irgendeinen geilen Job suchen, was weiß ich, Schrottsammler. Und werde eigentlich nur Schrott sammeln, um hier solche Fahrten unternehmen zu können für die Seele, ne? Natürlich bringe ich dann später auch die Schrottsammelfolgen, alles. Das wird mal alles schön mit Let's Play aufziehen, wenn es mal in Richtung Release geht. Leute, der fahrt sich super hier. Der fahrt sich total super. Ich gehe mal direkt rein, dass wir mal so gefahren haben, ne? Guck mal, du merkst richtig. Badauts! Nur nicht draufklatschen, das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Wobei ich sagen muss, hier fühlt es sich ganz gut an, wenn man in die F4 geht, ne? Warte mal. Ja, geile Geschichte. Was du halt machen... Ich will mal da... Jetzt machen wir mal einen Sprung, Leute. Ein Wagnis muss sein. So. Und dann kannst du auch mal so die Kamera so rumdrehen. Guck mal, der ist immer noch unterwegs. Bämle. Hammergeschichte. Ja, der reagiert hier ganz anders. Und das wird ja noch feinjustierter irgendwann, ne? Hier springe ich wieder. Bones! Ist das gut? Ah, ist halt wie eine Billardkugel. Oh, guck mal hier. Hier ist es eher so, als ob da tatsächlich eine Sandstruktur... Wow, hast du gesehen, wie er rumgedreht ist? Geile Geschichte. Wir fahren weiter, Leute.
Ich habe einfach Bock auf genau das jetzt. Ich will gar nichts anderes machen im Moment. Nächsten Mond holen wir aber das Mining-Werkzeug wieder raus, ne? Da werden wir mit der Prospector hochfliegen. So, hier springen wir wieder. Boom! Wahnsinn! Oh, das wirkt hier richtig schön. Das macht saumäßig Spaß. Bei den anderen Fahrten habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich in die Außenansicht gehe, zittert das so. Hier nicht. Hier ist cool. Bound. Das ist eine absolut geile Geschichte. Ich habe ja gesagt, dass ich mir wahrscheinlich ein Bodenfahrzeug holen werde. Ich bin nur noch nicht ganz durch mit der Entscheidung, ob ich den Cyclone oder den Ursa. Am liebsten hätte ich ja beide. Aber ich glaube, dass ich eher so einen Ursa hole, weil den da kannst du ja günstig ausleihen halt momentan. Ne? So, hier rum. Leute, komm, wir genießen das, dass es hier so ruckelfrei läuft. Da sehe ich das Auto ein bisschen. Oh, knappe Geschichte. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie noch eine höhere Bergstruktur finden. Oder ob das jetzt alles vom Biom her, in Anführungszeichen Biom, so bleibt, ne? Guck mal, wie der springt. Das ist einfach nur ein Späßle. Das macht einfach nur Laune. Guck mal, weit und breit keine Zivilisation. Das ist halt schon das Coole irgendwie, finde ich. Guck mal hier. Hier haben wir eine wunderschöne Stelle. Hier werde ich springen. Und zwar dieses Mal in der Ansicht. Ich gebe Stoff und... Yo! Okay, du siehst halt nicht viel. Bam, da sitzt er wieder. Total gut. So ist schöner, ne? Du siehst halt auch. Guck mal, Achtung. Bam. Und er kommt recht schnell zum Stehen dann, Gott sei Dank. So, hier durch. Und Sprung. Jawohl, geile Geschichte. Und auch hier wird es überall staubt. Ich finde es total gut, Leute. Hier scheint ein größerer Grader zu sein. Da gehen wir mal ganz kurz aussteigen, dass wir die Atmosphäre auch mal genießen. Okay, da muss ich mich noch dran gewöhnen, an die kleinen Steine. Oh, wie ist denn das, wenn ich langsam hier so fahre? Lass mich mal gucken. Moment mal. Mach mal. Mich wundert es gerade, dass wir noch nicht kopfüber irgendwo stehen. Schön macht er das, wenn er will, ne? Der kann das schon. Ja, Leute, Alter, macht das Laune. Ich muss ja nicht immer fliegen, ne? Ich finde es total gut. Das Maschinenle hier, ich liebe das. Hier will ich einmal das Feeling haben, wie ist es, wenn ich in einem Krater rumstehe. So, Alter, jetzt pass auf. Du steigst mir mal aus. Guck mal, der klettert da raus, Leute. Boop. Mitten im Wildnis-Dings hier, unser Alterle. Oh, keine Fußspuren gibt's hier. Ganz üble Geschichte. Echt jetzt? Schmeißt zwar Brocken beim Laufen, aber es gibt keine Fußspuren, sehe ich gerade. Haben die sie wieder rausgenommen? Was ein Bild, oder? Was ein Bild, Leute. Guck mal hier, das ist doch bestimmt ein Erzbrocken, oder? Jedenfalls hängt er hier so in der Luft. Wundert mich. Ja, aber gut, ist halt noch nicht ganz 100%. Origin, die ist immer schon 3 Kilometer weg, Leute. Ist der Wahnsinn, oder? Kann ich die... Nee, ich kann die Marker nicht reinmachen, das wundert mich aber auch. Hammer. Ich lieb das. Ich lieb das, guck dir das mal an. Das ist richtig gut gemacht. Fahr mal weiter, Leute. Ja, bleibt da noch ein bisschen dran, oder? Zischen wir noch ein paar Runden, bevor es ins neue Jahr geht. Ender Driver Seat. Maschine habe ich angelassen. War aber auch klar, dass ich mich nicht so sehr weit wegbewegen will davon gerade. Alle rum. Ich habe da oben was gesehen, was ich mir gerne angucken will. Wo war denn das? Oh, das muss ich sehen. Ja, geil, geil, geil. Da hinten will ich gucken schon. Dieser eine Stein hier oben, der sieht mir so ein bisschen... Ah ne, jetzt kommt Struktur dazu. Jetzt sieht er wieder aus wie... Nicht so schnell, nicht so schnell. Den da. Ne, ist ein ganz normaler. Der hatte für mich kurz so das Anzeichen, als wäre es was... Leute, ich sehe da hinten gar nicht rum, da. Warte mal eben. Boah, da müssen wir hupfen. Da müssen wir springen, Leute. Und zwar... Ich weiß nicht, wie weit wir springen werden, aber wenn ich Vollgas fahre hier... Langsam...
So, jetzt zieh dich. Hammer! Da kommen die kleinen Steine. Naja, das super gemeistert. Absolut toll. Und schon bin ich wieder entspannt. Das ist der Wahnsinn. Eine halbe Stunde und ich bin entspannt. Achtung. Oh, da war nix, Alter. Da war nix. Digga, Digga. Oh, oh. Das kann natürlich jetzt übel. Warte mal geschwind. Das war aber fast klar bei der Fahrweise schon wieder. Zieht er sich hoch? Zieht er sich ran? Aber wenn wir Glück haben... Ja, ich muss mal aussteigen, Leute. Es wird jetzt halt übel. Pass mal auf. Vielleicht kriege ich ihn umgeschubst irgendwie. Wenn nicht, war es das halt an der Stelle mal. Bitte nicht durch die Welt fliegen. Oh oh, gar nicht gut. Das war die Geschichte, Leute. Okay. Okay, das war's dann an der Stelle. So viel dazu. Schade. Das Problem ist nämlich jetzt den ganzen Weg wieder anfliegen. Perform Medi Strike with an Empty Weapon. Ja, das ist schon klar alles. Ach, schade. Schade. Jetzt sind wir halt in unserem Zimmer. Aber weißt du, was wir kurz machen können? Ihr habt mir doch da was erzählt von einem Eiswürfel und von Tassen. Wir gucken mal eben uns da noch ein bisschen um. 5 Minuten, dann machen wir die Folge aus. Nächstes Mal geht's wieder mit der Prospector los. Use one to select your sidearm. Ne, ich würde gerne aufstehen nach Möglichkeit. Es dauert immer einen kurzen Augenblick. Jetzt sind wir wieder. Doch, wir sind tatsächlich in einem der Zimmer, Leute. Jo, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ist natürlich die Frage, ob in jedem Zimmer dasselbe zu finden ist, ne? Hier sind auf jeden Fall die 10-Kilo-Handeln vom Alderle. Also mir war es fast klar, dass es den ein oder anderen Umschubser geben wird. Dass ich durch die Welt fall, war natürlich nicht geplant. Meistens kriegst du es ja irgendwie wieder aufgehoben. Also hier kann ich hinsitzen, das ist soweit klar. Die Tasse ist nicht zu bewegen, ne? Bennys Nudeln fahren hier noch rum. Hat er sich da gestern ein bisschen... Hier ist das Bett natürlich. Was habt ihr da gesagt, was da alles gibt? Wenn ich mir das immer alles so merken würde, wäre es super. Hier ist open. Aber da kannst du nichts rausnehmen, oder? Smolt. Hier ist auch. Ich mache jetzt einfach mal alles auf. Hier ist leer. Ah, und hier diese Cola-Dose. Die ist doch... Die ist umrandet, ne? Oder diese Fitz-Dose halt. Die Fitz-Dose. Ich weiß nicht, aber kann ich die anklicken? Soll ich die anklicken können? Pass mal auf, wenn ich mit... Jetzt macht das Deckele hier halt wieder zu, leider. Es ist noch nicht ganz ausgreift halt, aber auch. Die ist umrandet, ne? Aber ich kann die offensichtlich halt nicht bedienen. Es sei denn, ich muss da ein bisschen besser rumwackeln. Carry? Er hat das Ding in der Hand, Leute. Er hat einen Teller in der Hand. Das ist ja witzig. Jetzt hat er ihn hingeschmissen. Carry? Kannst du da Frisbee werfen? Nee, aber du kannst es offensichtlich irgendwo hinlegen. Guck mal. Krass, jetzt hocke ich auch noch drauf, sehe ich gerade. Digga, nee, du hockst auf deiner Bettpfanne jetzt. Ja, cool, das wusste ich gar nicht. Ja, klar, du kannst es schon bewegen. Es ist natürlich noch so ein bisschen... Du kriegst es jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr runter, ohne dich ständig hinzusetzen, oder? Sehr interessant. Kannst du das Klopapier auch bewegen? Nee, was denn hier? Richtig, das war das Bad. War hier nicht auch irgendwas? Ja, das geht nicht auf. Ich weiß aber nicht, warum. Geht im Moment nicht. Hier ist auch ein Knopf, den man bewegen kann. Bei mir passiert jetzt hier allerdings nicht viel, ne? K.
Keine Ahnung, was das jetzt ist, Leute. Das zweite Mal. Error. Disconnect. Connection lost. Connection to the server was lost. Bla bla bla. Okay, schade drum. Immerhin, Leute. Wir waren ein bisschen unterwegs zum Jahresabschluss. Ich freue mich schon auf den Clip nächste Woche. Da gehen wir mit der Prospector ein bisschen on Tour. So ist es halt in der Alpha. Da gibt es halt auch mal ein paar... Ihr habt ja eh schon gesagt, letztes Mal hatte ich auch so viele Bugs erwischt, als ich unterwegs war. Trotzdem haben wir ein bisschen was rausgekriegt beim Mining und so. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Kommt gut ins neue Jahr, meine Lieben. Feiert schön und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder hier. Ich freue mich auf euch. Bis dann.